Im Hochland von Äthiopien, 3000 Meter über dem Rift Valley von Ostafrika, liegen üppige Landschaften. Nie betroffen von den berüchtigten Hungersnöten Afrikas. Das Volk der Gamo hatte natürliche Ressourcen im Überfluss. Jedoch noch nie Gottes Wort in ihrer Muttersprache. Anders als in weiten Teilen Afrikas hat das Evangelium in Äthiopien bereits zu biblischen Zeiten Eingang gefunden. Obwohl viele Äthiopier Christen sind, gab es dennoch schwere Verfolgung. Der 71-jährige Paulo Sato weiß das sehr gut. Er war einer von vielen Gamo, die unter kommunistischer Herrschaft sehr zu leiden hatten. Some of us put in jail for 2 years. Many churches also closed and we couldn't teach or we couldn't preach about Jesus Christ because it is forbidden to do that. Er hätte nur seinem Glauben absagen müssen, dann hätten die Schläge aufgehört und er wäre freigekommen. Aber Palos zerbrach nicht. Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft kam er frei und erlebte eine Zeit von enormem Gemeindewachstum. All the closed churches open again. People just they very interested to come to church and to worship Jesus Christ. So the church grew about twice in the number. Im Jahr 2005 hörten die Gamo erstmals von Jesus in ihrer Gamo-Sprache. Es war der Jesus-Film. Er verstärkte den Hunger nach dem Wort des Lebens. Das beschleunigte die Übersetzungsarbeit und Palos war einer der Übersetzer. Palos Standhaftigkeit, Glaube und Gefangenschaft waren nicht umsonst. Natürlich wird er im Himmel dafür belohnt. Aber an diesem Tag hoch in den Bergen versammelten sich viele, hungrig nach dem Wort des Lebens in ihrer Muttersprache. Von weit her kamen sie und versammelten sich. In Dankbarkeit und Freude standen sie Schulter an Schulter, ein Meer von Gesichtern. Und die Frucht langer Arbeit wurde den Gamo übergeben, das Neue Testament in Gamo. Aber es gibt noch ein anderes Detail der Geschichte. Während 10.000 Menschen jubelten, hatten ein paar Gamo ein noch tieferes Lächeln, denn sie wussten, was noch auf dem Boden unter ihren Füßen geschehen war. Genau an diesem Ort war der Jesusfilm erstmals gezeigt worden, der ihnen Augen und Ohren geöffnet hatte. Am gleichen Platz waren auch Palos und viele andere Christen um ihres Glaubens willen ausgepeitscht und eingekerkert worden. Unser Gott ist ein Gott der Gnade und Gerechtigkeit. Kein Detail entgeht ihm. Wie drückt es der Hauptübersetzer aus, als er das Neue Testament hoch über das Meer der Gesichter hielt? Heute hat Gott Vergeltung geübt durch seine Liebe.